Die Regionalbahnlinie 24 der DB Regio Nordost. Sie fährt auf einem Abschnitt von 180 Kilometern 26 Stationen an. Es ist eine stündliche Hauptverbindung im Osten von Brandenburg. Zum Einsatz kommen planmäßig fünfteilige Triebzüge vom Typ Talent 2 von Bombardier, die in Einzeltraktion verkehren. Das und mehr erfahrt ihr in dieser Dokumentation. Viel Spaß! Beginnen wir mit einem Einblick in die Geschichte des Linienverlaufs und der Strecke. Schon um 1852 begann Planung für eine Bahnstrecke von Berlin nach Görlitz. Bereits 1890 ging eine Bahnstrecke von Königs Wusterhausen bis Grünau in Betrieb. 3 Jahre später ging die Strecke von Königs Wusterhausen nach Cottbus in Betrieb, wo die RB 24 auf dem Abschnitt bis nach Lübbenau verkehrt. 1894 wurde die Strecke von Grünau noch mit der heutigen Ringbahn verbunden. Die Strecke von Lübbenau nach Kamenz, die letzte Station der RB 24, ging schon 1874 in Betrieb, wo die RB 24 weiter nach Senftenberg fährt. Als im Jahre 1995 in Berlin und Brandenburg das erste Mal die Bezeichnung RE und RB zum Einsatz kam, fuhr die Linie RB 24 von Berlin-Schöneweide nach Wünsdorf-Waldstadt. Ab dem Dezember im Jahr 1998 ging die Linie nun nur noch vom Flughafen Berlin-Schöneberg bis nach Wünsdorf. Nach dem Dezember 2001 wurde die RB 24 im Norden bis nach Berlin-Lichtenberg verlängert. Mit der Inbetriebnahme der Berliner Nord-Süd-Fernbahn entstand im Juni 2006 der über die Stadtbahn fahrende RE7 von Dessau nach Wünsdorf-Waldstadt. Dadurch existierte die RB 24 erstmal nicht mehr. Auf dem heutigen südlichen Abschnitt fuhr die veränderte Linie RB 14 von Nauen über den Flughafen nach Senftenberg. Ab dem 15. Dezember 2013 fuhr die RB 14 nur noch bis Berlin-Schönefeld Flughafen und eine neue Linie, die RB 19, fuhr von Gesundbrunnen durch den Nord-Süd-Tunnel über den Flughafen weiter nach Senftenberg. Ab dem 13.12.2015 war die RB 19 aber auch schon wieder Geschichte durch das Comeback der Linienbezeichnung RB 24. Und damit sind wir am heutigen Linienverlauf der RB 24 angekommen. Sie startet in Neberswalde, führt über Bernau und den Berliner Außenring nach Lichtenberg und fährt von da weiter über Ostkreuz, Königs Wusterhausen und Lübbenau nach Senftenberg. Weitere Linien, die einen längeren gemeinsamen Abschnitt mit dieser Linie haben, sind der RE3 von Stralsund oder Schwedt nach Wittenberg oder Falkenberg und der RE2 von Wismar nach Cottbus. Der RE3 fährt durch den Nord-Süd-Tunnel und wird von DB Regio betrieben. Zum Einsatz kommt die Baureihe 112 mit meistens 5 Doppelstockwagen. Der RE2 fährt über die Stadtbahn und wird von der Ostdeutschen Eisenbahn kurz ODEC betrieben. Diese setzt moderne doppelstöckige Triebzüge von Stadler Pankow mit dem Namen KISS ein. Aber zur Neuausschreibung der Linie wird im Dezember 2022 wieder die Deutsche Bahn übernehmen, der dann übrigens nur noch bis Nauen und nicht mehr bis Wismar fahren wird. Außerdem wird der Dezember 2022 ein weiteres Mal das Ende für die RB 24, da dann der RE7 von Dessau nach Senftenberg verkehren soll. Geben wir noch einen kurzen Einblick in die Fahrzeiten. Eine Fahrt mit der RB 24 von Eberswalde nach Senftenberg dauert normalerweise 2 Stunden und 28 Minuten. In Eberswalde fährt der Zug immer zur Minute 11 und in Senftenberg immer zur Minute 14 los.
Die Züge treffen sich in der Nähe von Bernau, Berlin-Ostkreuz, Bestensee, Lübbenau und Altdöbern. In Nepperswalde haben die Züge eine Wendezeit von 29 Minuten und in Senftenberg von 35 Minuten. Fahren wir von Norden nach Süden und beginnen somit am nördlichen Startbahnhof, dem Hauptbahnhof von Eberswalde. Hier halten übrigens auch noch andere Regionalzuglinien. Der RE3, der Richtung Süden weiter zusammen mit der RB24 fährt, fährt Richtung Norden weiter nach Stralsund und Schwedt an der Oder. In Eberswalde fährt der RE3 im Stundentakt. Hinter Angermünde fährt er alle 2 Stunden weiter nach Stralsund und in den anderen Stunden, also auch im 2-Stunden-Takt, weiter nach Schwedt. Außerdem verkehrt hier noch der RE66 von DB Regio, der mit einzelnen Zügen Berlin mit Stettin verbindet. Hinzu kommen die 2 Linien der Niederbarnimer Eisenbahn. Beide verkehren mit Dieseltriebzügen des RS1. Die erste Linie ist die RB60. Sie fährt stündlich bis Brietzen und 2-stündlich bis Frankfurt-Oder. Die RB63 fährt im Stundentakt bis nach Joachimsthal und im 2-Stundentakt bis Templinstadt. Vorbei am ersten Haltepunkt Melchow kommen wir in Biesenthal an. Die 5700 Einwohner zählende Stadt wird nur jede Stunde von der Regionalbahn angefahren. Der RE3 rauscht hier in Biesenthal durch, genauso wie in Melchow und Rüdnitz, wo wir auch vorbeifahren werden. Danach kommt der Bahnhof von Bernau, der auch einen Fernverkehrsanschluss durch einzelne Züge besitzt. Bernau ist auch übrigens der Endbahnhof der Berliner S-Bahn-Linie 2. Sie fährt über Buch, Pankow, den S-Bahn-Nord-Süd-Tunnel und Lichtenrade nach Blankenfelde. Zwischen Buch und Lichtenrade herrscht ein 10-Minuten-Takt, im 20-Minuten-Takt fahren die S-Bahn-Züge weiter nach Bernau und Blankenfelde. Zum Einsatz kommen S-Bahn-Triebwagen der Baureihe 481. Außerdem hält hier auch das erste Mal hinter Eberswalde wieder der RE3 an. Gleichzeitig ist in Bernau die letzte Umsteigemöglichkeit zum RE3, denn dieser fährt weiter über Gesundbrunn nach Lutherstadt-Wittenberg oder Falkenberg-Elster. Die 2 Ausnässe des RE3 trennen sich hinter Jüterbog. Die RB24 biegt am Karower Kreuz auf den Berliner Außenring ab und hält am Bahnhof Berlin-Hohenschönhausen an.
Von hier besteht Anschluss zur RB12, welche nach Templin-Stadt fährt. Genauso wie die Regionalbahnlinien 60 und 63 wird sie auch von der NEB betrieben. Eingesetzt werden hier aber keine RS1-Züge, sondern Dieseltriebzüge vom Typ Talent. Außerdem fährt von hier noch alle 10 Minuten die S75, welche zwischen Wartenberg und Ostbahnhof unterwegs ist. Die S75 hält dann in Gehrenseestraße, Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost an. Die RB24 fährt auf den Regionalgleisen bis Lichtenberg durch. Hinter dem Bahnhof Berlin-Lichtenberg sind viele Züge der Deutschen Bahn, aber auch von einigen Privatbahnen abgestellt. Einfahrt einer RB24 auf Gleis 22. Hier halten neben der RB12 und der RB24 auch noch die NEB-Linien RB25 und RB26. Während auf der RB25 auch planmäßig Talenttriebzüge wie auf der RB12 eingesetzt werden, verkehren auf der RB26 nach Küstrin in Polen die neueren Triebzüge vom Typ Pesa Link. Außerdem hält hier noch die U-Bahn-Linie 5 von Alexanderplatz nach Hönow. Machen wir uns auf zum Bahnhof Berlin-Ostkreuz. Der Bahnhof Berlin-Ostkreuz ist ein moderner Turmbahnhof, der sehr lange umgebaut wurde. Hier halten auch 8 S-Bahn-Linien. Lange Zeit hielten nur S-Bahn und alle Regionalzüge fuhren vorbei. Mit der Wiederinbetriebnahme der RB24 wurde der obere Regionalbahnhof am Ostkreuz eröffnet, wo sie auch heute noch hält. Im Dezember 2017 wurde der erste Teil des unteren Regionalbahnhofs mit den Gleisen 1 und 2 eröffnet. Hier fahren heute die Linien RE1, RE2, RE7 und RB14. Im Dezember 2018 wurden die unteren Gleise 7 und 8 eröffnet, von denen die Linien RB12, RB25 und RB26 abfahren. Davor hielten RB12 und RB25 am oberen Bahnhof und die RB26 endete bereits in Lichtenberg. Hinter dem oberen Bahnhof am Ostkreuz kommt unsere Regionalbahn am Bahnhof Berlin-Schöneweide an. Im Jahr 2019 befindet sich dieser Bahnhof zurzeit in der Sanierungsphase. Außerdem ist er der größte Bahnhof im flächengrößten Bezirk Berlins Treptow-Köpenick und gleichzeitig auch der einzige mit Regionalzuganbindung. Am Bahnhofsvorplatz halten 5 Straßenbahnlinien, von denen 4 dort enden. Der Bahnhof ist 6-gleisig aufgebaut. Davon sind 4 Gleise für die S-Bahn und 2 Gleise für die RB24. Am Bahnhof Schöneweide halten die S-Bahn-Linien S45, 46, 47, 8, 85 und 9. Aus dem Norden kommen alle Linien vom S-Bahn-Ring, nur die S9 fährt über die Stadtbahn nach Spandau. Richtung Süden verlässt die S47 direkt die anderen Linien und fährt nach Spindlersfeld. Die S-Bahn-Linien 45 und 9 fahren gemeinsam zum Flughafen Berlin-Schönefeld und die anderen 3 Linien fahren zusammen bis Grünau. Dort endet die S85. Die S8 fährt in der Hauptverkehrszeit weiter nach Zeuthen und die S46 fährt weiter nach Königs Wusterhausen, was auch die nächste Station der RB24 ist.
fahren wir nun endgültig aus Berlin wieder raus. Am Bahnhof Königs Wusterhausen trifft der RE2 auf die RB24. Diese beiden Linien fahren jetzt auf einem längeren gemeinsamen Abschnitt. Außerdem endet hier noch die von Potsdam Hauptbahnhof in der Hauptverkehrszeit von Berlin-Friedrichstraße kommende, über den Außenring fahrende RB22 und die von Frankfurt-Oder kommende RB36. Und natürlich, wie gesagt, die von Westend kommende S46. Außerdem besteht hier einmal pro Tag pro Richtung ein Fernverkehrsanschluss an den ICE, welcher von Cottbus nach Nordrhein-Köln fährt. Hier fährt der RE2 nach Cottbus immer um 11 und die RB24 immer um 21 nach los. Also besteht an diesem Bahnhof Richtung Süden ein ungefährer 10-50 Minuten Takt. Der nächste Haltepunkt liegt im Königs-Wusterhausener Ortsteil Zesen. Er ist der letzte Bahnhof auf dieser Strecke im Berliner Tarifbereich C. Dazu gehören alle Bahnhöfe, die zwischen 0 und 10 Kilometer Luftlinie von der Berliner Stadtgrenze entfernt sind. An diesem Bahnhof besteht nur ein stündlicher Bahnanschluss, da hier nur die RB24 anhält und der RE2 durchfährt wie an mehreren folgenden Stationen. Fahren wir nun also am Haltepunkt Bestensee vorbei und kommen am nächsten Haltepunkt Groß-Köris an. Auch in der 2200 Einwohner zählenden Gemeinde, 16 Kilometer von Königs-Wusterhausen entfernt, hält wieder nur die RB24 an. Vom einen Bahnsteig zum anderen kommt man über den Bahnübergang und man muss um das ehemalige Bahnhofsgebäude herum. Wir überspringen nun noch die Halte in Halbe und Oderin. Die Bahnhöfe ab Königs Wusterhausen sind alle nur noch Haltepunkte, wo nur die RB24 anhält. Am nächsten Bahnhof in Brandt, welcher aber auch noch zur Gemeinde Halbe gehört, hält nach 32 Kilometern und 14 Minuten auch mal wieder der RE2 von der Ostdeutschen Eisenbahn an. Die RB24 braucht von Königs Wusterhausen bis Brandt aufgrund der 5 Zwischenhalte in Zesen, Bestensee, Groß-Köris, Halbe und Oderin mit 22 Minuten insgesamt 8 Minuten länger. Der Bahnhof ist übrigens nach einem sehr großen Schwimmbad, welches in der ehemaligen Treppen-Berlin-Halle errichtet wurde, benannt und heißt daher Brandt Tropical Islands. Vor einigen Jahren hieß er einfach noch Brandt Niederlausitz. Danach kommen wieder zwei ähnlich aussehende Haltepunkte, an denen nur die RB24 anhält. Fahren wir also in die Stadt Lübben hinein und kommen als erstes am Haltepunkt Lubolz an. Vorher haben wir den Haltepunkt Schönwalde-Spreewald übersprungen. Beide haben Außenbahnsteige und einen Bahnübergang.
kommen am größten Bahnhof in der großen Kreisstadt Lübben mit 14.250 Einwohnern im Landkreis Dahme-Spreewald an. Hier endet die RB 41, welche genauso wie der RE2 auch nach Cottbus fährt und von der Ostdeutschen Eisenbahn betrieben wird. Nur dass die RB 41 dreimal mehr, nämlich in Radusch, Kunersdorf und Kolkwitz anhält. Sie fährt nur im 2-Stunden-Takt und zwar von Lübben jede ungerade Stunde um 12 nach. Zum Einsatz kommen Dieseltriebzüge vom Typ RS1. Der Bahnhof besteht aus einem Bahnhofsgebäude, welches aber nur bis 14 Uhr geöffnet hat, und drei Gleisen. Am Bahnhofsgebäude liegt das Gleis Richtung Norden. Durch eine Unterführung gelangt man zum anderen Bahnsteig, welcher ein Inselbahnsteig ist und von zwei Gleisen umgeben ist, wobei normalerweise nur das Gleis in der Mitte, also zwischen dem Bahnsteig und dem Bahnhofsgebäude, bedient wird. Hier ging früher mal die Privatbahn von Falkenberg-Elster nach Beeskow lang und damals hieß der Bahnhof Lübben Hauptbahnhof. Unsere drei Linien fahren nun 8 Minuten und 11 Kilometer und kommen an einem fast identischen Bahnhof in Lübbenau an. Diese Stadt gehört zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz und hat 17.100 Einwohner. Genauso wie in Lübben sind die Lampen blau und dort hält auch morgens bzw. abends der IC von Cottbus nach Norddeichmole oder umgekehrt an. Der Unterschied ist, dass sich hier unsere RB 24 von dem RE2 und der RB 41 trennt. Hier zweigen die eingleisigen Abschnitte nach Cottbus und Senftenberg ab. Daher fährt die RB 24 in Richtung Eberswalde, wenn man von Süden guckt, an dem Gleis, das am weitesten links liegt. Lübbenau ist 58,4 Kilometer von Königs Wusterhausen entfernt. Wir verlassen ganz kurz die RB 24 und fahren auf der RE2-Strecke weiter. Dieser hält nämlich noch einmal am Bahnhof Vetschau an. Hier hält die RB 24 aber auch einmal abends an. Das ist übrigens auch der einzige Zug am Tag, der am Gleis 2 anhält. Es gibt in Vetschau, der 9100 zählenden Stadt, einen Bahnhof mit zwei Außenbahnsteigen, wobei die Züge in beide Richtungen im Normalfall nur an Gleis 1 halten. Westlich Richtung Lübbenau liegt der zu Vetschau gehörende Haltepunkt Radusch, der nur von der RB 41 angefahren wird, und östlich kommen die Haltepunkte Kunersdorf, Kolkwitz und Cottbus. Der RE2 fährt nun ohne Halt bis zur Endstation durch. Diesen Bahnhof haben wir auch in der Doku über die Regionalbahnlinie 43 genauer behandelt. Die RB 24 fährt hinter Lübbenau am Güterbahnhof der Pressnitztalbahn Lübbenau Süd vorbei und kommt nach langer Fahrt ohne Halten am Bahnhof von Karlau an. Dieser Bahnhof ist ein Kreuzungsbahnhof, aber kein Turmbahnhof. Die RB 24 trifft auf die jeweils zweistündlichen RE 10 und RB 43. Zusammen ergänzen sie es zu einem Stundentakt an einigen Bahnhöfen, aber zwischen diesen Linien und der RB 24 wird kein günstiger Anschluss geboten, da man, wenn man von Senftenberg kommt und nach Cottbus möchte, über 50 Minuten warten muss.
Danach überspringen wir den Haltepunkt Lugheitstal, welcher früher mal Schöllnitz hieß, und kommen in Altdöbern an. Dieser Haltepunkt besitzt genau wie Lugheitstal zwei Gleise, von dem aber nur eins an einen Bahnsteig angebunden ist. In dieser Gemeinde liegt auch der Altdöberner See. Zwischen Altdöbern und Großräschen treffen sich auf der Hälfte der Strecke meistens die Züge. Der Haltepunkt Großräschen ist genauso wie Altdöbern und Lugheitstal nur eingleisig und nicht mit barrierefreien Bahnsteigen. Jetzt kommt die RB24 in der Gemeinde ihres Zielbahnhofs an. Aber sie hält vorher noch in Sedlitz, einem Ortsteil von Senftenberg. Am Ostbahnhof von Sedlitz werden die Linien RE18 und RB49 getroffen. Der Bahnhof ist viergleisig. An den Gleisen 1 und 3 halten RE18 und RB49 und die RB24 hält an den Gleisen 2 und 4. Der Zielbahnhof der RB24 Senftenberg ist wie Sedlitz Ost ebenfalls viergleisig, nur dass dieser barrierefrei ist und zwei Inselbahnsteige besitzt. Außerdem ist er moderner aufgebaut. Über die Bahnhöfe in Senftenberg könnt ihr noch mehr in unserer RB49-Doku erfahren. Und damit verabschieden wir euch für heute von diesem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen, dann würde uns so freuen, wenn du es auch positiv bewerten kannst.